dass wir in einer der spannendsten Zeiten der Menschheitsgeschichte leben, habe ich schon des Öfteren gesagt. Aber der Amin Risi, den ich heute zu Gast habe, Schriftsteller und Veda-Philosoph, vermag uns nochmal einen ganz anderen Blick auf das zu schenken, was jetzt gerade geschieht. Das ist nämlich sozusagen schon lange prophezeit wurde, dass jetzt ein Wandel stattfindet. Ein Wandel weg von der Lüge und der Spaltung hin zur Wahrhaftigkeit. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und ich freue mich riesig, dass der Amin Risi mal wieder hier in Leipzig ist. Und jetzt geht's los. Amin, eigentlich wolltest du im April kommen, aber ja, die Regeln, die gerade herrschen, haben das verhindert. Jetzt haben wir Tag und Nacht gleiche, 21. September. Wir strahlen es ein bisschen später aus, weil du nämlich in den letzten Zügen der Überarbeitung deines Buches Gott und die Götter bist. Wir blenden das aber gleich schon mal ein. Ne? Das Cover wird ja gleich fertig sein. Ja. Und du hast ja vor einem Jahr etwa, fast genau einem Jahr, hast du mit Bruno Hürttenberger ein Gespräch geführt, was ohne das Wissen, also das konkrete Wissen dessen geführt wurde, was dann in diesem Jahr geschah. Aber letztendlich war es schon sehr prophetisch, was du da vorausgesagt hast. Machtwechsel und neues Zeitalter. Genau. Ist dieses genau. Interview, ja. Ja. Mhm. Wie würdest du diesen Wechsel, der jetzt stattfindet, einordnen? Hat es den schon immer wieder gegeben? Dass, also wir von so einer, dass wir von einer Epoche in die andere gehen, das gibt es immer. War dann Übergang vom Mittelalter, Renaissance und dann Renaissance, Aufklärung und dann industrielles Zeitalter. Das sind natürlich schon diese großen Umstrukturierungen auf der Erde. Aber wenn wir das im Licht des Mysterienwissens betrachten, Menschen, die in früheren Zeitaltern, frühen Jahrtausenden diese geistigen Fähigkeiten hatten, so können wir diesen Wandel natürlich schon in einem nochmals größeren Zusammenhang einordnen, weil hier nicht nur ein kleiner Zyklus zu Ende geht, sondern eben auch ein viel größerer Zyklus, ein viel größerer Zyklus, ein großer Unterzyklus in einem nochmals viel größeren Zyklus. So, aber immerhin 5000 Jahre, das ist für die Menschheit noch irgendwie überschaubar. Und das ist dieser Zyklus von 5000 Jahren, der jetzt zu Ende geht. Indianische Kulturen, amerikanische Kulturen, Urkulturen sprechen von einer vierten Welt, die jetzt zu Ende geht. Wir sind die Übergangszeit in die fünfte Welt. Ja. Und ähnliche Informationen, ähnliche Einblicke bekommen wir auch aus den indischen Quellen, aus den indischen Traditionen, von den dortigen Seher-Traditionen. Das heißt, um es ganz platt zu sagen, die ganze Befürchtung, dass wir jetzt in einer NWO landen und versklavt und das Wahrheitsministerium, also praktisch die Lüge noch... dass die Lüge zementiert wird. Zementiert, genau. Ja. Das sind eigentlich, also wenn ich dich jetzt so höre, sage Leute, könnt ihr vergessen, das geht einfach nicht. Das geht so nicht, weil sich dieser Wandel einfach vollziehen wird. Punkt aus. Ja. Sich nicht auf die Dauer. Das kann kurzfristig zementiert werden. Mit dem Sekundenkleber kann man da noch probieren, Wahrheitslöcher zu stopfen. Ja. Und das kann durchaus extreme Formen annehmen. Das kann auch noch ein paar Jahre gehen, aber nicht Jahrzehnte und Jahrhunderte. So, deswegen ist es durchaus wichtig, dass man diese größere Sicht hat, dass man nicht angesichts der kurzen Problematik und der kurzen Bedrohung gleich den Kopf verliert oder den Mut verliert oder sich auch
übermäßig am falschen Ort engagiert, sondern da einfach einen größeren Überblick hat. Aber das soll jetzt die kurzfristige Problematik und die kurzfristige Bedrohung nicht schönreden oder wegreden. Die kann vielleicht kurzfristig sogar, weil das alte System sich so verteidigt, natürlich noch sehr kurzfristig extreme Formen annehmen. Ja. Aber der Zeitgeist, ja, nicht der gesellschaftliche Zeitgeist, sondern der Schöpfergeist, der Wind hat gedreht. Ja. So die Lüge und diese Kräfte, die hatten in den letzten 50 und 100 und vor 2000 Jahren und so Rückenwind. Ja. Und die Einzelkämpfer, die sich für Wahrheit und für Menschlichkeit, für wahre Menschlichkeit einsetzen, denen blies ein sehr heißer und böser Wind entgegen. Aber heute dreht sich der Wind und die Wahrheit hat Rückenwind. Einfach weil die Erde aus diesem Zyklus herausgeht, höher geht, höher schwingt. Und deswegen bekommen wir Rückenwind, sogar Sonnenrückenwind. Ja. Das sind einfach die großen Zyklen. Es, mal ganz naiv gefragt, irgendwo habe ich gelesen, dass die Sonne mit unseren Planeten, die sich ja sozusagen in einem platonischen Jahr, also von knapp 24.000 Jahren, einmal um das Zentrum der Milchstraße, elliptisch, glaube ich, bewegen, dass jetzt sozusagen... Das ist die Präzession, das sind so knapp 26.000 Jahre, die um die Präzession. Und ja, dass wir jetzt sozusagen näher dem galaktischen Zentrum wiederkommen. Ist das so? Das oder? Mag sein, da gibt es verschiedene Erklärungen. Natürlich, ein Rundgang ums galaktische Zentrum, da sind wir dann in den Milliardenbereichen von Jahren, von denen ja die Veden aufschreiben. Die große Grundeinheit ist 432.000 Jahre und auf der wird dann aufgebaut, weil das eben quasi Zeitfraktale sind in diesen, wie du sagst, galaktischen Dimensionen. So wird das alles fraktal herunterkopiert quasi. Und wir sehen das ja heute. Zum Beispiel, wenn wir vom vedischen Wissen sprechen, das sind Menschen, die Einblick hatten in die Multidimensionalität des Kosmos und auch in geistigem Austausch mit diesen höheren Ebenen standen, bis in die höchste Ebene des Kosmos, des multidimensionalen Kosmos. Veda und ist ja auch Wissen. Ne? Veda bedeutet das Wort Wissen, ja, aber das Wort Veda kommt von der Wurzel Vid. Ja, indoeuropäisch finden wir das überall, Vid, auch im Lateinischen, Vid neben, sehen. Ja. Oder? Ja, okay. Ja, Vid, das Wissen, genau, oder? Vid. Veda ist also nicht einfach angelerntes Wissen, sondern geschautes Wissen. Ja. Um es modern auszudrücken, mit moderner Terminologie könnte man sagen, Veda ist subjektiv verifiziertes, objektives Wissen. Objektiv, so viele Menschen, die es schon für sich verifiziert haben, sagen, der Kosmos ist multidimensional. Und dann Veda-Schule bedeutet, ich erlebe das selber durch meine eigenen Erlebnisse. Und das ist dann nochmal etwas ganz anderes, als wenn man es einfach nur hört. Immerhin von den richtigen Lehrerinnen und Lehrern bekommt man diese Art von Wissen. Aber man bekommt dann auch die persönliche Anleitung, wie man das selber schaut. Und dann erst ist es Veda. Wenn ich selber geschaut habe. Und das, eben, und das ist dieses Wesen, dieses Wissen, das die subjektive Verifizierung mitträgt oder mit beinhaltet. Und so wird zum Beispiel gesagt, einfach nur wegen diesen Zyklen, 432.000 Jahre ist der Grundzyklus, in dem wir jetzt gerade sind. Der vorherige Zyklus ging zweimal das, der vorherige dreimal und das erste viermal. 4, 3, 2, 1, es gibt 10. Also der gesamte Viererzyklus geht 10-mal so lang wie der Grundzyklus. Das ist dann 4,32 Millionen Jahre. Und das ist ein Viererzyklus und 12 Stunden im Leben des Urschöpfers, Brahma, des kosmischen Urschöpfers, nicht des göttlichen Schöpfers, das wäre dann Vishnu. Da wird ganz klar differenziert. Es ist Brahma, der sagt, es werde Licht und es war Licht. Das ist... Ja, im Hebräischen. Ja. Yie Or, Vayehi Or. Es werde Licht. Ja. Und es ward Licht. Genau.
Lux-Fiat ein bisschen weniger melodisch im Lateinischen. Ja. Dann, aber das Interessante ist, und 1000 solcher Zyklen sind 12 Stunden. 12 Stunden, das sind dann 4,32 Milliarden Jahre. Das sind dann diese galaktischen Fraktale auf unserer Erde. Mit Millionen, Milliarden Jahre da wird's wirklich sehr kompatibel mit den noch viel größeren Zyklen. Und das Interessante ist, die altindischen Schriften sagen, 12 Stunden im Leben des Brahma sind 4,32 Milliarden Jahre. Und jetzt haben wir ein ganz modernes Fossil, unsere Uhren, die viele tragen. Ja. Wenn wir da drauf schauen, wir haben 12 Stunden. Ja. An einem Zifferblatt, nicht 24 Stunden, ja, ein 12-Stunden-Zifferblatt. So, wir rechnen mit 12 Stunden, mal 2 ist dann Tag, ja, und Nacht. Tag und Nacht. Und wie viele Sekunden sind 12 Stunden? Ja, das hat man nicht so direkt präsent. Nee, es sind 43.200. Mhm. 4,32 Milliarden, mhm. 43.200, nur die Kommastelle hat sich verschoben. Ja. Also wir modernen Menschen takten immer noch im uralten Mysterienwissen, das die Menschen schon vor Jahrtausenden hatten. Mhm. Wir haben die Quellen vergessen, ja, wir haben die metaphysischen Hintergründe vergessen, aber rechnen immer noch mit diesem Wissen. Mhm. Das ist auch faszinierend. Also wir rechnen da, also unsere Uhren sind wie, und unsere Zeitrechnung ist wie ein Fossil. Aber die Digitalisierung hat ja schon fortgeschritten. Das heißt also, viele haben gar kein Ziffernblatt mehr, mhm, sondern halt nur digital angezeigte Uhrzeit. Aber bei der analogen Uhr, mhm, ist es halt so. Ist es so? Und auch bei der digitalen Uhr sind 12 Stunden immer noch 43.200 Sekunden. Das ist so. Also daher auch nicht mal die Digitalisierung kann dieses, ja, alte Wissen wegwischen. Ja, mhm, also das ist nur ein kleines Beispiel, wo wir gerade, wenn wir über die zyklischen Zeiten reden, wir leben im Tag von 12 Stunden, also von 24, zweimal 12 Stunden, ja, Rhythmen und so, aber das hört ja hier nicht auf. Das hört auch nicht beim Jahreszyklus auf. Wir haben die großen Zyklen und eben die sind quasi synchronisiert mit, mhm, den galaktischen Zyklen über unsere Sonne und so weiter, sehen wir. Und die Menschen früher waren sich dieser Abläufe bewusst. Nicht nur einige wenige? Weltweit. Okay. Weltweit. Es geht also jetzt nicht darum zu sagen, die Inder sind die Einzigen, die es hatten. Das war, mhm, weltweit. Mhm. Aber Inder und auch die Maya-Kultur in Mittelamerika, die hatten das analytische Wissen. Bei den Mayas war das noch viel analytischer ausgeprägt als im Indischen. Mhm. Die hatten mindestens, was die letzten 5000 Jahre betrifft, jeden einzelnen Tag, genau für jeden einzelnen Tag, diese 13 mal 144.000 Tage, das gibt diese über 5.000 Jahre, können die jeden Einzelnen charakterisieren. Also es ist einfach nur schon diese paar wenige Beispiele geben ein Gefühl und vielleicht auch einen gewissen Respekt für unsere Vorfahren. Unbedingt. Nicht alles, was alt ist, ist blöd. Nicht alles, was alt ist, ist auch gut. Mhm. Es ist nichts gut, nur weil es alt ist. Aber es ist auch nichts einfach nur schlecht, weil es alt ist. Und hier, ja, haben wir uraltes, sprich zeitloses Wissen, mit dem wir heute noch rechnen und auf dem wir auch aufbauen. Mhm. So, und hier ist die Herausforderung, ist dieses Wissen zu überbrücken. Ja. Denn die zentrale Botschaft ist jetzt, wir sind im Übergang in ein neues Zeitalter. Neues Zeitalter haben wir ja New Age. Ja. Ja, wobei ich bei New Age halt auch an viele Irrwege denke, die da aufgezeigt werden. Ja, klar, New Age ist ja erst 100 Jahre alt, ja? 140, ja, Jahre alt, bald geht ja auf Madame Blavatsky zurück. Ja. Der New Age, dieser Begriff wurde dann so Ende 1890 geprägt. Klar, da könnte man jetzt philosophisch drauf eingehen, was sind dort die Hintergründe, an welchen Quellen wird dort angeknüpft, mhm, vielleicht auch mit, ja. Und da kann man durchaus kritisch sein, aber dennoch war auch dort ganz klar dieses Wissen, es kommt was Neues. Ja. Das war, da müssen wir uns drauf einstellen. Ja, einige haben es ja schon auf den Übergang vom 19. bis 20. Jahrhundert erwartet, dass mit dem 20. Jahrhundert, Übergang vom 19. bis 20. schon das neue Vapara-Yuga kommt und Kali-Yuga hinter uns ist. Das war ein bisschen zu voreilig, mhm, und zu ungeduldig oder zu selbstüberschätzend. Je nachdem, das Kali-Yuga ist noch nicht vorbei, weil Kali-Yuga ist geprägt durch Lüge.
Ja. Und wenn Kali Yuga, dieses dunkle Zeitalter, vorbei ist, hat die Lüge keine Macht mehr. Ja. Es ist vielleicht ein bisschen präsent, aber sie hat keine Macht mehr. Heute hat sie ja nur als Fußnote weltbestimmende Macht. Ja. Haben wir absolut auch miterlebt, in ja verschiedener Hinsicht. So, also das, dieses Zeitalter ist noch nicht vorbei, aber es geht in die Endphase, deswegen wehren sich die Mächte der Lüge mit allen Mitteln mittlerweile. Ja, ja. Also ich habe mal einen kleinen Beitrag auf meinem Kanal gesagt, die Scheiterhaufen brennen wieder. Mhm. Ja, also die Lüge beim Namen nennen, werden als Lügner, Verschwörungstheoretiker und so weiter, Rechtsradikale aber damit, ausgegrenzt. Ne? Damit erfüllen gerade diese Leute eine alte Prophezeiung. Ja. Weil die altischen Prophezeiungen sagen, in diesem Zeitalter wird Dharma als Adharma bezeichnet und Adharma als Dharma. Irreligion ist Religion, Religion ist Irreligion, Wahrheit ist Lüge, Lüge ist Wahrheit und so weiter. Mhm. So, also damit erfüllt sich diese Prophezeiung, so, das ist wieder das Positive an der ganzen Sache. Ja. Und diese Prophezeiung, die das voraussagt, sagt ja noch viel anderes voraus. Mhm. Sie sagt vor allem voraus, dass das vorbeigeht. Ja. Ja. Das heißt, schon mal vorweggenommen als Zwischenbilanz, auch wenn wir jetzt noch mal Dunkelstes durchleben müssten, mit Zwangsimpfung, Bargeldabschaffung, was alles jetzt so gerade an ne, 5G, was über uns schwebt, genau, über uns, oder? Dass wir das Vertrauen nicht aufgeben, beziehungsweise immer weiter wachsen lassen, das ist Übergangszeit. Ja. Das ist chaotische Übergangszeit. Das ist sozusagen das letzte Klammern der Mächte der Lüge an ihre Macht. Mhm. Aber sie werden keinen Bestand haben, weil die Großwetterlage, der Wind sich gedreht hat. Und auch wenn wir das vielleicht nicht mehr erleben, sollten wir trotzdem dran uns beteiligen. Ja, also wenn es nicht erleben heißt, dann würden wir relativ kurzfristig abberufen. Okay. Vielleicht auch in die Chefetage? Durch die Mithilfe von irgendwelchen Funktionären. Ja. So, aber wenn wir die Zeitzyklen anschauen, spricht man hier wirklich von einer überschaubaren Zeit. Mhm. 10, 15 Jahre. Ja. Dann beginnt die fünfte Welt. Mhm. Konkret 2012 plus 25 Jahre danach, das ist 2037. Ja. Da beginnt die fünfte Welt. Und dann, zu dem Zeitpunkt, haben wir neue Schulen, neue Hochschulen, neue Technik, neue Medizin, also neues Medizin. Was alles schon da ist. Alles schon da. Es ist ja alles Technologien da. Technologien sind dann endlich freigeschaltet, die wir ja schon seit Jahrzehnten haben. Oder? Tesla, Steiner. Ja, Insider sagen, das kann ich jetzt nicht prüfen, aber Insider sagen zum Beispiel, dass wir seit 1954 schon Gravitation haben, einfach in den falschen Händen. Also Antigravitation. Also sprich die UFOs. Ja, genau so. Ja. Back-engineered und so. Und dass wir das schon haben, aber einfach in den falschen Händen. Und das wird verwendet für, dann weiß nicht, halt für deren Machenschaften. Aber das Wissen ist ja da, dass es da ist. Ja. Und dass es dann freigeschaltet wird und wir in die Hände kommen, die das nicht zur Unterdrückung der Menschheit brauchen, sondern zur Befreiung der Menschheit. Ja, und dann eben werden wir ganz anders wirtschaften, anders Geldsystem. Und das bedeutet alles in den nächsten 15 Jahren. Natürlich muss vieles vorher kollabieren. Beziehungsweise es muss nicht kollabieren, es müsste transformiert werden. Ja. Kollabierung ist ja einfach nur, und das ist einfach die destruktive Art, wie man es geht. Was im Moment ja betrieben wird. Also die Wirtschaft wird kollabiert. Also alles, was klein ist. Der Mittelstand und kleine Selbst- und Eigenunternehmen. Die Reichen reicher und die Armen ärmer und so. Ja. Oder? Also wir reden jetzt von 0,1 besitzt gleich viel wie 99,9, aber die wollen noch mehr. Ja. Oder? So, also das ist diese destruktive, diabolische Art. Ja. Aber diese Strukturen hier sind ja nicht nur schlecht, sie haben auch viel Gutes in sich. Wir könnten das Gute fördern und relativ sanft, ohne Traumatisierung, das Gute transformieren und das Neue hinzunehmen, dass wir so in die neue Zeit kommen. Das ist unsere Herausforderung und auch die große Verantwortung natürlich.
Und dafür ist auch dieses alte Wissen da, dass die eigentlich wissen sollten, es wäre in ihrem eigenen Interesse und im Interesse ihrer Familie, und immerhin, sie haben auch Familie, dergleichen, die meisten von denen, es wäre in ihrem eigenen Interesse, wenn sie nicht gegen die Zeit kämpfen, gegen die Zyklen. Das ist genauso, wie wenn im Frühling die Schneemänner schmelzen und wir protestieren, der Frühling darf nicht kommen. Mhm. Schützt die Schneemänner. Mhm. Nein, die Zeit der Schneemänner ist vorbei, auch symbolisch. Ja. So, die Zeit der Schneemänner ist vorbei, jetzt kommt der Frühling. Ja. Und niemand weint den Schneemännern nach. Ja. Ja. So, also wenn Sie das wissen, würden Sie auch sehen, vielleicht müssten wir einfach umdenken. Und die Ideologien auch, die Geheimlehren, du hast es vorhin ein bisschen angedeutet, New Age und so, diese luziferischen Halbwahrheiten, die wir als hohe Geheimlehre einstufen, an den Früchten kann man sie erkennen, das führt nur zur Unmenschlichkeit. Mhm. Und das Wissen ist ja da, wo der Haken an diesen Philosophien ist. So, das ist mein Anliegen, zum Beispiel auch da genau aufzuzeigen, was ist der Haken dieser Philosophien, wie kommen wir von Halbwahrheiten wieder in eine ganzheitliche Wahrheit. Ganzheitlich ist ein schöner moderner Begriff. Ja, ja. Wenn wir das Sanskrit wollen, wäre es vedisches Wissen. Mhm. Ja. Vedisches Wissen im ursprünglichen Sinn ist ganzheitlich. Ja. Ja. Da gibt es ja einige, die sagen, okay, von diesen 0,1% oder 1% sind es ja 0,1% der Weltbevölkerung, also jenen Familien, dass es da schon auch sozusagen unter diesen selbsternannten, wie auch immer, Eliten Menschen gibt, die das schon erkannt haben. Ja. Und auch genügend sozusagen Machtmittel und Instrumente haben, um jetzt aus dieser Einsicht, wir können mit den alten Mitteln nicht mehr weitermachen, weil dafür wird es keine Grundlage mehr geben, dass sie da selber schon gegensteuern. Ja, ja. Also ich sag mal, Trump, ja, wenn ich jetzt den Namen nenne, dann werden viele sagen, den Kopf schütteln, wie kann man Trump dazu rechnen? Ich bin mit dem noch längst nicht fertig, aber was da offensichtlich im Zuge seiner Regierungszeit, ist ja noch kein neuer Krieg entstanden, das wird aber immer so, das interessiert keinen, dass es auch da schon tatsächlich welche gibt, die sagen, okay, wir gehen jetzt mit dem Wind. Ja, ja. Letztes Jahr, da wurden Leute wie Harvey Weinstein oder Jeffrey Epstein und so, die wurden alle verhaftet. Ja. Man wusste, was die machten, das weiß man schon seit Jahrzehnten. Warum wurde die nicht unter Obamas Zeit verhaftet? Warum nicht und bei Bush Junior und so weiter? Ja. Gar nicht darauf einzugehen, viele Menschen auch in den oberen Etappen der Machtpyramide erkennen, sind ja nicht alle korrupt und herzlos. Sie erkennen, die alten Mittel sind diabolisch. Ja. Und selbst wenn wir sie noch anwenden möchten, sie funktionieren nicht mehr. Wir sprechen hier von Lüge, Korruption, schwarzer Magie, Kinder, Tod, Blut und so weiter. Oder? Diese teuflischen Mittel haben kurzfristig zu Macht verholfen, aber jetzt die Wahrheit scheint einfach immer mehr drauf. Deswegen fliegen solche Sachen auch auf, kommen wirklich verhalten bis in die Schlagzeilen. Die Zeit, wenn wir schauen, wie die auf Trump einhauen, dann müssen wir sich fragen, wie müssen die auf Epstein eingehauen? Aber Epstein wurde so ganz distanziert und ja schon, aber kein Vergleich. Man müsste meinen, also müsste sich doch die Wut auf die Kinderhändler richten, aber nein, da wird die Wut abgelenkt. So, also man kann, wenn man dann dort schon so wütet, warum nicht auch dort? Oder? Das ist wieder auffällig, oder? Dass man da ein bisschen zurückhaltend ist, Licht da in dieses Dunkle zu drehen. Aber das bedeutet einfach, der Wind dreht, Dinge kommen ans Licht und wir sind ja vorgewarnt von gewissen Quellen, die jetzt gerade total verteufelt werden. Die da wären? QAnon und so zum Beispiel. Die warnen uns und sagen, es werden Dinge ans Licht kommen, da wird die Öffentlichkeit erschüttert sein. Ja. Ich habe vorhin ein paar Stichwörter gegeben. Man hätte nur schon bei den genannten Namen ein bisschen tiefer bohren dürfen. Da kämen die Sachen durchaus mehr ans Licht. So, das heißt einfach, Kali-Yuga, die Lüge und die Spaltung, wird durchlichtet und wird aufgelöst.
Und das neue Zeitalter wird nicht mehr von solchen teuflischen Quellen sich nähren müssen, sondern wird wieder direkt aus der göttlichen Quelle sich bedienen, auch energetisch, technisch, physikalisch. Oder? Und das Schöne an dieser Quelle ist, sie ist unbegrenzt, es reicht für alle. Ich meine, als jemand, der versucht hat, so das Spiritualität und Naturwissenschaft immer wieder so Brücken zu bauen, war mir aufgefallen, also in den 90er Jahren hat jemand von Gott, also von Gott zu sprechen oder vom Göttlichen oder sonst was. Und mittlerweile, ja, also 30 Jahre später, ist es völlig normal. Also wird es normal, die Menschen trauen sich wieder, ja, über das Göttliche zu sprechen, auch das Göttliche in uns. Oder, also klar, mit den Fallen, die da hochgestellt werden. Im Namen von Gott wurde ja die letzten 500 und 2000 mehr Jahre so viel Diabolisches betrieben. Aber im Namen von Gott. So, das hat viele Menschen verständlich von diesen ganzen Ideen und Konzepten abgeschreckt und von diesen Dogmen. Ja. Aber wir wissen natürlich immer mehr, rein auch über Quantenphysik und dergleichen, dass es nicht nur diese Materie gibt, diese physikalische Materie gibt, wir sind Teil einer großen Ganzheit. Mhm. Und Ganzheit ist ein Synonym für Gott, auch im Hebräischen und auch in unserer Sprache eigentlich. Gott ist die Ganzheit. Und dann kommen die ganzen wichtigen philosophischen Differenzierungen im Licht der Veda-Ganzheit, dieses ganzheitlichen Wissens, das wir aber dann wieder überall finden können, dass Einheit nicht einfach Ganzheit ist. Was ist Ganzheit? Was ist Einheit? Was ist Polarität? Was ist Dualität? Was ist Gut und Böse? Und so weiter. Das ist dieses differenzierte Wissen, wo eben prophezeit ist, dass dieses vedische Wissen jetzt wieder zurückkommt ins Bewusstsein der Menschen und eben auf allen Ebenen, auch bis in die obersten Spitzen der Pyramide. Und wenn es dort ankommt und wenn es dort die Herzen berührt, dann kann alles sehr schnell gehen. Voilà. Wenn wir es verstehen, ist das schön. Oder? Und es gibt ein paar Klickzahlen. So, aber wenn die da oben es mit ihren Milliarden verstehen und etwas bewegen, dann bewegt sich wirklich was auch im Äußeren. Klar, wenn wir es verstehen, dann hat sich unsere Welt verändert und das ist das Wichtigste. Aber wenn es auch darum geht, im Äußeren was zu verändern, kommen wir nicht umhin, dass auch die von oben die Transformation mitmachen und mittragen. Mhm. Und rein aus dem Gesetz des Ausgleichs kann nicht überall nur Dunkelheit sein, denn dort, wo Dunkelheit ist, ist auch Licht. Aber im Licht ist keine Dunkelheit. Die Dunkelheit ist immer außerhalb. Aber die Dunkelheit ist ein indirekter Beweis dafür, dass es Licht gibt. Ja. So, ja. Du hast ja sogar mal in deinem Buch Ihr seid Lichtwesen die These weitergegeben. Ich glaube nicht, dass sie ursprünglich von dir stammt, aber korrigiere mich, dass die Menschen, die jetzt hier sind, der Großteil sozusagen freiwillig hier ist, um diesen Kräften der Dunkelheit, also auf satanischen oder diabolischen Wurzeln sozusagen ihre Macht zu ziehen, die Hand zu reichen, also ihnen sozusagen den Weg zurück ins Licht zu ebnen. Woher stammt diese Vorstellung? Da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil wir sehen ja das Wirken dieser Kräfte in dieser Welt. Bei mir war es vor allem als junger Mensch, habe ich mich vor allem sehr für die Indianer interessiert. Da hatte ich eine tiefe Affinität für die nordamerikanischen Indianer und habe natürlich Winnetou und so gleich, also Karl May gelesen und das war auch tragisch, Winnetou stirbt und seine Schwester stirbt und so. Aber irgendwie am Schluss ist die Welt trotzdem so weit wieder in Ordnung, weil die Bösen wurden bestraft und die Guten haben letztlich halt trotzdem gewonnen zu einem hohen Preis, aber sie haben gewonnen. Dann habe ich aber die echten Indianergeschichten gelesen. Sitting Bull, Geronimo, die Cherokees, Begrab mein Herz an der Biegung des Flusses und so weiter. Das ist nicht Lektüre für 13-, 14-Jährige. Ja. Habe ich aber gelesen. Und das hat mich einfach tief erschüttert und wirklich hat mich da gefragt, warum tun Menschen das? Mhm. Weil das ist unnatürlich. Die Menschen würden das so eigentlich nicht tun. Mhm. Das war mein tiefes Verständnis und so wie eine Ahnung, eine Erinnerung
hatte ich von allem Anfang an in diesem Leben, es war nicht immer so. Mhm. Irgendwie war das früher anders. Mhm. Das war ja eine Ahnung, ich konnte es nicht wirklich fassen. Es ist so, das kennt vielleicht jeder, also jeder kennt es, nicht vielleicht, jeder kennt es. Am Morgen war man wacht, irgendwie, da war ein Traum. Mhm. Und man weiß noch, da war der Traum, der war wichtig, aber der entschwindet irgendwie. Und dann überlegt man, was das, und es kommt nicht. Das richtige Stichwort, ein Wort, und der ganze Film, der ganze Traum ist wieder da. Oder ein Gespräch, mhm. man redet, auf einmal spricht man über irgendwas anderes. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Mhm. Und dann manchmal ist es richtig schwierig zu rekonstruieren. Ah, das war's. Okay, das war die Brücke. Jetzt haben wir das Gespräch, jetzt habe ich den Faden wieder. Und genauso war es bei mir. Da war was. Ich habe diese Bücher gelesen und dann Schulbücher, Revolution und früher alle Menschen primitiv. Und alle sagen, früher waren sie primitiv und ich hatte nicht dieses Gefühl, irgendwann mal kapituliert man und sagen, wenn es alle sagen, dann muss es ja wohl so sein. Mhm. Und dann habe ich mit 18 die Sanskrit-Schriften entdeckt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist es. Jetzt ist alles wieder da. Also nicht alles wieder da, aber jetzt kann ich es rekonstruieren. Ja. Es gibt große Traditionen der Welt, die nicht sagen, früher waren die Menschen primitiv. Mhm. Es gibt die früheren Yugas, die früheren Zeitalter. Ja. Und dort, und als ich die Beschreibung dieser Zeitalter las, muss ich sagen, ja, genau, so hatte ich Sinn. Das war die Erinnerung. Ich hätte es nicht mehr selber zusammengebracht, aber jetzt, wo ich es lese, kenne ich es, das ist richtig. Genau so. Auf dieser Spur müssen wir forschen. Und jetzt verlieren wir den Faden nicht zu deiner Frage. Da waren die vier Yugas. Und als junger Mensch mit 18 wurde ich dann ja Mönch. Mhm. Also Veda-Schüler, Veda-Mönch, also Novize und Schüler und so weiter. 18 Jahre, da kann man sich doch ganz schön einarbeiten, vor allem wenn man Zeit hatte für mich, wo ich ja Möglichkeit hatte, diese Schriften aus dem Englisch ins Deutsche zu übersetzen. So konnte ich den ganzen Tag über den Büchern brüten und ich war im Element, das junge Mensch, und habe das wirklich für mich auch studiert. Und das mit den Yugas war entscheidend. Das war wie eines dieser Aha-Erlebnisse, oder wo die Erinnerung wiederkommt. Und dort sehen wir auch, dass dieses vierte Yuga mit diesem großen Unterzyklus von 5000 Jahren nicht außerhalb des Schöpfungsplans, sondern innerhalb des Schöpfungsplans. Und die Frage ist dann, warum lässt die Schöpfung durch eine zunehmende Verdichtung so ein... Und Verdunklung. So ein Zeitalter zu, wo Mächte kommen, über Leichen gehen und Kriege anzetteln und ganze Landstriche massakrieren und alles und ganze Kontinente ausrotten fast mit den Ureinwohnern. Ja. Und da ist ja Nordamerika nicht der einzige Kontinent, oder? Da Afrika und Südamerika, Mittelamerika und so weiter. Also warum passiert das alles? Und im Laufe der Zeit, als ich verschiedene Mysterientraditionen miteinander verglich, abglich und so, kam irgendwann dieses Aha-Erlebnis auch. Warum ist es in der Schöpfung zugelassen? Die ersten Menschen waren verdichtete Lichtwesen, die lebten in Harmonie mit der Natur, so wie viele Menschen auch heute noch, einige sind gar noch bis heute wirklich. Ja. Als Vorbild, als Erinnerung, das ist nicht das Einzige. Man kann auch eine zivilisatorische... Wir nennen sie primitiv, aber wir können auch eine zivilisatorische Kultur haben, die auch in Einklang mit der Natur leben würden. Also es ist nicht, dass eine Technik immer gegen die Natur sein muss. Unsere Technik ist so destruktiv, zum großen Teil. Aber es gäbe Techniken, die Natur unterstützen und mit der Natur gleichschwingen. Und dann kann man... wunderbare Gebäude und Techniken und alles, aber quer durch die Dimensionen und Galaxien würde es dann auch gehen, oder? Mit diesen Techniken. Aber zuerst waren diese Menschen da und dann kamen weitere Seelen, sind hier geboren, die ein anderes Bewusstsein bringen, ein Bewusstsein der Trennung von der Quelle. Mhm. Und das bedeutet ein Mangelbewusstsein, weil sie sich von der Quelle getrennt haben und von dort die Energie nicht mehr bekommen. Also praktisch ausformuliert, Mangelbewusstsein aus unformuliert bedeutet unendliche Ausbeutung. Mhm. Andere Menschen, andere Tiere, den Planeten immer mehr Energie ausbeuten, auf Teufel komm raus, bis zum geht nicht mehr. So, dass man das macht, das ist eine Mentalität. Mhm. Die ist weder ganzheitlich noch natürlich, auch nicht ursprünglich, sondern eine problematische, eine gespaltene Mentalitäten, die kamen später hierzu, aber die anderen, die Ureinwohner, waren alle schon da. Es ist also nicht, dass das Licht die Dunkelheit konfrontiert, sondern
die Dunkelheit konfrontiert das Licht. Ja. Er greift das Licht an, weil Finsternis hasst das Licht, heißt es. Und, so, und der Sinn dahinter ist eben, dass diejenigen, die in der Spaltung sind, wieder eine Möglichkeit bekommen, sich fürs Licht zu entscheiden. Der Preis ist sehr hoch, den die Schöpfung macht, dass diese schweren Fälle wieder gesund werden. Aber positiv ausgedrückt ist es einfach, dass die gefallenen Engel wieder sich erinnern, dass sie Engel sind. Ja. Mhm. Und das Gefallene wird verziehen, wenn man den entsprechenden Schritt macht. Genauso wie Dunkelheit sich auflöst, wenn das eigene Licht wiederkommt. So, das eigene Licht ist nicht nur das eigene Licht, sondern das eigene Licht wird eingeschaltet, wenn man sich wieder mit der Quelle verbindet. Ja. So, und das ist der Sinn dieses Zeitalters. Und deswegen war das vorhin auch ein bisschen der Gedanke dahinter, dass die eben auch in der obersten Pyramide, einfach irgendwie das auch mitbekommen und irgendwie umdecken. Denn das wäre jetzt der Zeitgeist, das wäre jetzt angesagt. Und nicht gegen das Neue zu kämpfen, sondern das zu erkennen. Im Film Matrix ist ja im Prinzip dieses sich nähren, ne, von den Menschen, von der Energie der Menschen sozusagen auf bildhaft auf den Punkt gebracht, dass die da sozusagen nur ihre ganze Geschichte erträumen und die erzeugten Emotionen als Energielieferanten abgeschöpft werden. Und wenn man die Medien heute sieht, wo Angst, ja, ist eine sehr starke Energie, glaube ich, da dauernd Angst erzeugt wird, dass das auch sozusagen wie Generatoren, also wir sind Generatoren von Energie, die andere, die sich abgekoppelt haben von der Quelle, nur so leben können. Auch das ist nicht Neues, auch das ist eine alte Prophezeiung, also alt, eine schon lange existierende, deswegen alte Prophezeiung, die in der Veda-Psychologie spricht man auch vom Resonanzgesetz. Mhm. Das Resonanzgesetz wird nach den Gunas beschrieben. Guna bedeutet eigentlich, eine Sitar hat Gunas, Saiten. Ja, ja. Saiten erzeugen Schwingungen und je nach Schwingung von außen gehen sie auch in der Resonanz. Okay. So, es gibt die drei Gunas, Sattva-Guna, Raja-Guna, Tamaguna. Sattva-Guna ist die Guna der Erhaltung. Mhm. Etwas aufrechterhalten ist am schwierigsten. Oder? Eben. Kultur. Ja, einfach Kultur aufrechterhalten. Oder wie heißt es so schön bei Wilhelm Busch? Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr und so, oder? Ja. Also das eine ist ganz kurz und das andere geht dann den Rest des Lebens. Ja, ist mein Vater. Und, so, also, und das ist ja auch, das ist Sattva-Guna. Mhm. Aufrechterhalten. Mhm. Erzeugen, das ist Raja-Guna. Leidenschaft. Da braucht es Energieschub, damit etwas entsteht. Etwas initiiert wird. Und Tamoguna ist Abbau, Auflösung. Mhm. Und das muss alles im richtigen Verhältnis sein, dann sind das Schöpfungsenergien. Das Problem ist, wenn diese Gunas nicht mehr in Harmonie sind, sondern das eine, vor allem die unteren, überhand nehmen. Wenn Sattva-Guna überhand nimmt, dann herrscht natürlich goldenes Zeitalter. Wenn der Raja-Guna überhand nimmt, heißt es, kommen die Asuras an die Macht. Die dunklen, einfach die Wesen, das sind imperialistische Asuras, die einfach aufbauen und so. Und wenn Tamaguna überhand nimmt, wie heute, kommen andere Asuras an die Macht, nämlich im Sanskrit heißen die Rakshasas, das sind die vampirischen Asuras. Ra, wir kennen das von Rama, Ra bedeutet Kraft beziehen aus, Freude beziehen aus. Und Ksha bedeutet Leid, Angst. Unterdrückt. Rakshasa, das sind diejenigen, die vom Leid, von der Ohnmacht, der Angst der anderen leben. Deswegen, das haben schon die Veden beschrieben. Ja, die geben ihnen Namen. Wir haben auch, wir würden den vampirisch sagen, aber vampirisch, da denken wir immer so an einen Kinofilm und lange solche Zähnchen und so, oder? Ja, ja. Das Prinzip ist energetisch. Ja. Und dort hat man das, ich sage, wenn diese Tamaguna überhand nimmt, die Zerstörung, diese Dunkelheit, Unwissenheit auch, dann kommen diese Kräfte an die Macht und wollen natürlich diese Schwingung aufrechterhalten. Mhm. Jetzt kann man sich überlegen, in welcher Zeit leben wir und welche Energie wird gefördert. Und dann kann man das in der Skala anschauen und es ist relativ offensichtlich, wo wir uns in der Skala befinden. Mhm. Ja. Aber wie heißt es so schön, ich glaube in einem Kirchenlied, wenn die Nacht am tiefsten ist der Tag am nächsten. Mhm.
oder wie Friedrich Hölderlin so schön sagt, nah ist und schwer zu fassen Gott, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Mhm. Ja. Mhm. Also je größer die Gefahr ist, je größer die Tammer wird, mhm. umso mehr wächst proportional, wachsen ist ja proportional, umso mehr wächst auch das Rettende. So dürfen wir auch heute durchaus zuversichtlich sein und im Glauben sein, ja. dass auch rettende Impulse kommen. Ja. ja. Auf die wir uns sozusagen unsere Parabolantenne ausrichten sollten. Mhm. Statt ja, ja. wie ein Kaninchen vor der Schlange auf diese, sag ich mal, vampirischen Kräfte zu schauen und unsere da Angst zu kultivieren. Zu sein oder mit der Dunkelheit zu kämpfen. Denn wenn man mit der Dunkelheit ja. kämpft, bedeutet man ist ja selber in Dunkelheit. Mhm. Um die Dunkelheit zu konfrontieren, muss man selber rein und dann bleibt es dunkel. Außer man bringt wirklich starke Fackeln mit. Gewisse Erzengel und so haben auch diese Aufgabe. Aber unsere Aufgabe ist schon vor allem nicht mit der Tamoguna zu kämpfen, sondern auf die Sattva zu stärken. Ja. Denn dann kommen die göttlichen, harmonisierenden, heilenden Energien wieder zu. Und da können wir diese ja. Energie fördern, mhm. dieses Bewusstsein ausrichten. Mhm. Also das klingt vielleicht langweilig und da glaube ich selber nicht dran und so. aber wir haben es jetzt anders exerziert. Ja. Oder mit Gewalt, gewaltsamer Revolution und drum und dran. Es erzeugt ja nur mehr Gewalt, Krieg gegen den Terror. Mhm. Selbst wenn er authentisch wäre, also wenn es wirklich so wäre, das hat den Terror ja nur vergrößert. Und deswegen ist die große Herausforderung immer oft ein Schritt zurück. Mhm. Und das ist ja nur schon Sattva. Nicht gleich impulsiv zurückschlagen, sondern einfach mal einen Schritt zurück, größeren Überblick und dann entsprechend reagieren und eben das Licht fördern mhm. und nicht die Energie in die Dunkelheit geben. Und zwar heißt, in sich. Also, ja. wo kann ich das Licht fördern? Mhm. Erstmal in mir, oder? Also, eigentlich kann man es nur in Lampe uns. Putzen. Wir können es nur in uns und dann strahlen wir ja. und dann staunen wir, wir sind gar nicht die Einzigen. Mhm. dann mhm. erkennen wir auch die anderen. Und vor allem die anderen kennen uns, die ja. auch schon strahlen. Oder? Und dann sehen wir sind gar nicht so wenige, wie wir meinen. Und letztlich wollen ja eigentlich alle das Gleiche, nur mit gemäß Gunas machen sie ja denken, die vampirische Vorgehensweise macht mich glücklich, weil ich brauche schließlich Energie, also sauge ich sie und raube ich sie mir. Ja. Das ist die brutale Variante. Die asurische ist, wie manipulieren sie? Und Sattva bedeutet, eigentlich ist sie schon längst da und wir brauchen uns nur mit dem Unendlichen zu verbinden. Das, so funktioniert ja die Schöpfung. Oder? Dem Sattva ist der Vishnu zugeordnet. Wenn ja. diesen Ausdruck bekommt man ja schon nicht nur einmal gesagt, du verbindest dich dann mit einer Quelle und dann und dann. Mhm. Aber wie verbinde ich mich mit der Quelle? Indem man sich aus diesen niederen Gunas herausnimmt. Ja. Aus diesem Resonanzgesetz. Mhm. Und das erfordert natürlich eine gewisse innere Ausrichtung. Mhm. Sonst, wenn man in Rajaguna ist, sagt man, lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte, aber sofort. Sofort, ja. So, das, ja. Oder die Synchronizitäten kommen, wenn man sie nicht will. Also ich habe gelesen, die Synchronizitäten geschehen immer dann, wenn man nicht daran denkt. Also ich denke nicht an Synchronizitäten. Nein, also da kommt nichts nicht. Nein, also kommt sie nicht und so, oder? Da passiert nichts, ich glaube da nicht, das funktioniert nicht. Ja, ja. Oder, das ist Rajaguna. Mhm. Sattvaguna bedeutet das einfach in dieser Bewusstsein der Ewigkeit, ich nehme mich zurück im Hier und Jetzt und ob sie geschehen oder nicht, das ändert nichts an meiner Grundeinstellung und oh Wunder, dann geschehen sie. Also ihr Schweizer habt ja das wunderbare Wort gewunderig sein. Gewunderig, ja. Gewunderig, ja. Ne, wo wir Deutschen neugierig sagen, ja. das Gewunderige, also einfach offen zu sein ja. für die Wunder, die tagtäglich und die Geschenke, die da kommen. Mhm. Am Anfang steht die Entscheidung, oder? Mhm. Ich gehe raus aus der Resonanz, ja. aus diesem Spaltenden, ja, hinein in das Verbindende. Mhm. Ja, eben, neugierig ist gierig auf das Neue. Das ist Rajaguna. Mhm. Mhm. Immerhin, da ist Initiative. Aber irgendeinmal merkt man, so funktioniert das nicht wirklich. Mhm. Und selbst wenn es funktioniert, ist es immer so ein Geknorze und so immer eine Unruhe. Ja. Selbst wenn eine Synchronizität kommt, oh super, ja, wann kommt die nächste? Mhm. Statt
dazustehen. Und gewundrig heißt einfach, ja, wir sind offen für das Wunder des Lebens. Ja. Und die Wunder des Lebens zeigen sich dann, wenn es stimmt. Mhm. Wenn es für einen wirklich stimmt. So. Da ist er wieder, ja. Die Guna. Die ist stimmig. Ja, was ist für mich stimmig? Ja, das sind Gunas. Das ist ja Musik, oder? Evan? Ja. Es stimmt. Ein Instrument wird gestimmt. Ja. Und worauf. Das sind die persönlichen Herausforderungen. Denn ob er Wendezeit oder nicht Wendezeit, das ändert nichts daran, dass wir unsere persönlichen Herausforderungen haben. Ja. So, natürlich, jetzt im Äußeren hätten wir sogar noch einen zusätzlichen Ansporn. Weil jetzt geht es wirklich um Entscheidendes. Hier entscheidet sich vieles. Eben, wie gehen wir in diese fünfte Welt? Die kommt sowieso. Mhm. Die Erde macht so nicht mehr mit. Mhm. So die Frage ist nur, wie passen wir uns an? Ja. Stellen wir uns so dumm und quer? Oder gehen wir in Resonanz mit dem Schöpfungsfluss? Mhm. Und da kommt eben dieses vedische oder dieses zeitlose Wissen hinzu, zu wissen, jetzt ist ein Übergang, jetzt ist die höchste Zeit. Jesus hat schon vor 2000 Jahren gesagt, das Königreich Gottes ist nahe und wir könnten es eigentlich jetzt schon haben, wenn ihr möchtet. Ich bin bereit, seid ihr bereit? Die Resonanz war spärlich. Ja, man. Sehr kalt. Aber es wäre theoretisch damals schon möglich gewesen. Aber heute ist einfach die ganze Resonanz da. Mhm. Ja, vom Zyklus her. Ja. Mhm. Das heißt also, wir werden unterstützt und dem, sag ich mal, dem dunklen, destruktiven die Macht zu entziehen, also die ich ihm gegeben habe vorher, indem ich so ist der Mensch, selbst das, ne, ich habe ja auch immer gedacht, ja, der Mensch hat dieses Spektrum von unendlich liebevoll bis unendlich grausam. Mhm. Das wurde uns ja sozusagen geimpft, ne, und uns Beispiele gegeben. Aber ob dieses unendlich grausam tatsächlich menschlich ist, wage ich mittlerweile zu bezweifeln. Ja, wir haben die Wort menschlich und unmenschlich. Mhm. Eben. So, ja. Eben. Da gibt uns die Sprache genug Anhalt. Mhm. So, wie gehen wir damit um? Und das Unmenschliche wird ja jetzt nicht einfach abgeschnitten und die ewige Hölle, sondern das bedeutet, diese Menschen. Oder das Unmenschliche bedarf am meisten der Heilung. Mhm. Wenn wir von Zeitalter der Heilung sprechen, wir können statt Zeitalter Dunkelheit, können wir auch, es geht um Heilung. Heilung bedeutet ja, es ist etwas krank. Heilung ist nur dann ein Thema, wenn etwas krank ist. Im ersten und zweiten Yuga war Heilung kein Thema. Mhm. Alle Heiler wären arbeitslos gewesen. Mhm. Weil niemand bedurfte Heilung, weil alle waren in der Ganzheit. Mhm. So, mit sich selber im Frieden. Und wenn im heutigen Zeitalter Heilung so ein großes Thema ist, mit Recht, das bedeutet, da gibt es sehr viel zu heilen. Mhm. Und wir haben im Englischen das Whole, was dann Ganzheit ist. Und Holy als heilig, also ist ja auch schon vom Wort her, es geht um wieder die Ganzheit. Ja, heilig bedeutet ganzheitlich. Ja. Ja. So, und ganzheitlich bedeutet, wir haben die Spaltung erkannt. Wir haben beide Halbwahrheiten, beide Einseitigkeiten identifiziert und springen nicht einfach von einer Einseitigkeit zur anderen. Mhm. Das ist das diabolische Spiel. Ja. Oder? Also, wir sehen das auch politisch. Ich sage, das ist ein bisschen heikel. Man sagt, oh, rechtsextrem, schlimm. Ja, also ich werde linksextrem. Mhm. Das ist nicht die Lösung. So, man muss beides überwinden, dann ist es ganzheitlich. Ja. Ganzheitlich bedeutet eben, wir erkennen es und machen nicht nur eine Synthese, das wäre dann synthetisch und relativ künstlich, sondern wir gehen darüber ins Ganzheitliche. Das ist ein... Also jenseits des üblichen Dialekts. Die ganze Dialektik. Oder? Ja, die Dialektik. Ja. Ne? Ist einfach, oder? Wir haben einen Apfel zerschnitten und jetzt wollen wir den Leim entwickeln, um den zusammenzumachen. Eins ganz einfach, nimm den Kern, setz einen neuen Baum, da bekommst du einen ganzen Baum von neuen, nicht zerschnittenen Äpfeln. Mhm. So, oder? Mhm. Das ist die ganzheitliche Lösung. Aber eine Synthese, oder? Da kannst du Synthetikkleber nehmen, der Apfel wird dir verfaulen. Mhm. So. Mhm. Aber wenn man versteht, was los ist, dann nimmt man den Kern, und das ist nicht naheliegend, jetzt
In dem Beispiel natürlich schon, aber wenn wir das philosophisch anschauen und politisch, ist es nicht ganz naheliegend, aber dann entsteht etwas Neues, Ganzheitliches, und das ist überlebensfähig. Ich habe ja zum Beispiel, das Internet ist ja als Überwachungsinstrument und Handys sowieso, also 1984 ist ja schon lange vorbei, aber wir sind auch schon weiter als 1984. Und trotzdem ist genau das gleiche Instrument, hat dazu geführt, dass wir beide uns kennengelernt haben, dass ihr uns zuschauen könnt. Also das heißt, das Instrument ist ja eigentlich schon fast aus der Hand genommen. Ja. Ja, also was ursprünglich dafür gedacht war und jetzt diesem Aufwachprozess von Millionen von Menschen hilft aus ihrer Vereinzelung, die sie in ihrem unmittelbaren Umfeld erleben mit ihren Ansichten, zu sagen, wir sind ja ganz schön viele. Da sind ja Hunderttausende zum Beispiel in Berlin gewesen. Ja. Und als philosophische Parallele gibt uns natürlich der Computer und die ganze Digitalisierung und Virtualisierung eigentlich ein perfektes Instrument in die Hand, um den Kosmos zu verstehen. Ist der Kosmos eine Matrix? Ist der Kosmos eine virtuelle Realität? Und viele Physiker sagen, ja, irgendwie der Kosmos ist eine virtuelle Realität. Das ist sehr interessant. Die Parallele ist nämlich perfekt. Die Veden sagen genau das Gleiche. In einem Bild. Sie sagen, das Universum, das ist gesamte ein Gedanke Universum, Gottes, ne? Ist ein Gedanke Gottes, oder ja, ein Gedanke Gottes oder ein Traum Gottes. Der Traum Vishnus, ganz konkret. Ja. Vishnu träumt die Welt. Aber ein Traum ist nicht irreal. Ja. Und der Traum, das, was da bildlich als Traum dargestellt wird, wäre in der modernen Computersprache eine virtuelle Realität. Und das Interessante ist, wenn ich eine virtuelle Realität habe, ist das ja eine digitale Abbildung einer realen Welt. Also wenn dieses ganze Universum eine virtuelle Realität ist, sie eine quasi digitalisierte Abbildung einer realen Welt. Aber das ist nicht dieses Universum. Damit sagen die Seherinnen und Seher, die Mystikerinnen, diese Welt ist ein Schatten der spirituellen Welt. Also wie Platons Schatten an der Wand. Ja, genau. Ja. Und das ist nicht nur so im Individuellen, sondern wirklich im Unendlichen. Diese ganze materielle Welt ist eingebettet, die materielle Welt, die unendlich ist, ist eingebettet in die Ewigkeit des immerwährenden Seins. Ewigkeit, unendlich bedeutet unendlich lang und unendlicher Raum, unendlich Raum, unendliche Zeit. Und Ewigkeit ist nicht unendlich lang. Ewigkeit ist ohne Zeit. Es ist jetzt. Ja, Ewigkeit ist immer gegenwärtig. Und in diese ewige Gegenwart, von der wir ein Teil sind, ist die ganze materielle Welt eingebettet. Ich vergleiche es mit der Fläche und der Linie. Die Linie in der Fläche. Und die Linie ist die Unendlichkeit der kosmischen Schöpfung und die Fläche ist die spirituelle Welt. Die ewige, absolute Welt, die ungebundene Welt. Von dem wir hier in einer relativen gebundenen Welt sind. Und dort, wo die Ewigkeit die Linie hervorbringt, das ist dem, sagen die im Indischen, Vishnu. Das ist das Medium, wo das Ewige das Unendliche hervorbringt. Ein Aspekt Gottes. Das wird häufig verwechselt, ne? Ja. Unendlichkeit und Ewigkeit. Und da sehen wir einfach, wenn wir dieses Urwissen, dieses mythische, bildliche Wissen, Traum Gottes und so, wie soll Gott träumen und so, oder? Das ist ein Bild und wir können das heute übersetzen mit dem Computer, mit der Virtualität. Und dann sollten uns auch, wenn uns die Virtualität schon so fasziniert, müssen uns fragen, wenn die virtuelle Wiedergabe schon so interessant ist, was ist dann die wahre Wirklichkeit? Ja. Wenn das Foto schon so interessant ist, wenn diese Landschaft im Foto schon so schön ist, wie sieht es, wenn ich persönlich reingehe, in die Berge, in die Natur, ins Meer? Ja. Das ist nicht das Gleiche wie der Prospekt. Also ja, wir leben quasi in einer Prospektwelt, um es auch so zu sagen. Das heißt, es gibt nicht nur die Materie. Und die Es ist ja verrückt, da muss ich kurz mal einhaken. Also, wir leben in einer materiellen Welt und halten das für die Realität und wurden erzogen, mindestens 100 Jahre lang, dass nur das Realität hat, was anfassbar
messbar, prüfbar ist. Mhm. Und nach dem vedischen Wissen ist genau das das Virtuelle. Ja, genau. Also wir muss man sich erstmal. Wir verwenden das, wir verwechseln das Wirkliche mit dem Virtuellen. Wir erhalten den Film für die Realität. Mhm. So. Und das ist natürlich wieder eine Kritik an der heutigen Wissenschaft, die auf hochschulmäßig materialistisch getrimmt wird. Wer andere Ansichten hat, hat sehr schnell Probleme. Ja. Wenn man gewisse materialistische Theorien anzweifelt, nur kritische Fragen stellt. Mhm. Aber auch das ist wieder eine Prophezeiung. Das heißt, in diesem, im Tiefpunkt dieses Kali-Yugas werden die Menschen sich über Projektionen definieren und sich mit der Projektion identifizieren. Jeder Mensch macht Projektionen, das ist nur natürlich. Ja. Oder? Aber wenn ich mich für die Projektion halte und vergesse, ich projiziere und eins zu eins nur noch die Projektion sehe, dann ist das Maya, Illusion. Mhm. Denn gerade die Projektion bin ich nicht. Mhm. Ja. Ich projiziere, aber ich bin nicht die Projektion. Mhm. Also wenn ich mich von der Projektion zurücknehmen kann, dann bekomme ich sofort Distanz und da kommt sofort Luft rein und sofort kommt eine andere Sicht rein. Und das gibt Respekt, Rücksicht, auch auf den Respekt, Rücksicht auf andere Menschen, andere Meinungen. Mhm. Das gibt Respekt vor der Vielheit in der Einheit, aber auch Respekt vor der Einheit in der Vielheit. Beides zusammen ist Ganzheit. Mhm. Da kommen wir ins Philosophische, aber da haben wir schon drüber gesprochen. Es ist nicht unser erstes Interview. Der Granatapfel steht zum Beispiel bei den Freimaurern dafür. Ne? Mhm. Der Granatapfel, der ja Adam und Eva, so ein Granatapfel, ne? Die Einheit in der, Einheit in der Vielheit, die Vielheit in der Einheit. Mhm. Granatapfel, die vielen, vielen Kerne da drin, aber als eins. Und in den vedischen Schriften gibt es diese Lehrgeschichte in den Upanishaden, ganz einfach, wo der Sohn heranwächst und der Vater ist eben auch Guru, Lehrer, und sagt so, jetzt erkläre ich dir Gott und die Unendlichkeit. Hol vom Banyanbaum eine dieser Feigenfrüchte. Mhm. Mach sie auf, siehst du, viele Pünktlein. Nimm eines dieser Pünktlein und zerquetsch es. Ist nicht so einfach, aber Kinder machen das. Ich habe es geschafft, was siehst du? Nichts. Mhm. Guck genau hin. So, die heutige Jugend würde sagen, verarschen kann ich mich selber. Und so, aber die hatten ein bisschen Respekt und haben gesagt, ich verstehe nicht, was du meinst. Und hast gesagt, in diesem Kern ist ein ganzer Banyanbaum. Aus diesem Kern kommt ein ganzer Banyanbaum hervor mit neuen Früchten, unendlich vielen Kernen. Da sagt der Sohn, ja, jetzt wo du sagst, verstehe ich es auch. Aber ehrlich gesagt, ich sehe auch jetzt noch keinen Baum da drin. Da sagt er, überleg genau, so wie du den Samen anschaust hier, das Samenkorn anschaust und den Baum nicht siehst, so hast du bisher die Heiligen Schriften gelesen und den Inhalt nicht verstanden. Der Inhalt geht immer über die Buchstaben hinaus. Der wahre Inhalt dieses zerquetschten Körnleins geht weit über den chemischen Zusammenhalt hinaus. Und wir als jetzt Kritiker der Evolutionstheorie oder Materialismustheorie könnten sagen, wir kennen ja die chemischen Elemente dieses Körnchens, das können wir alles synthetisch. Also geben wir unseren Biochemikern die Bausteine, machen Sie bitte ein Körnchen aus dem, dann sehen wir, wie armselig die materialistische Theorie ist. Aber es müsste möglich sein, wenn sie stimmt. Ja. Denn das Ganze ist nur die Summe der Teile in diesem Weltbild. In dem, aber in Wirklichkeit ist es mehr als die Summe. Nicht. Das sehen wir, sobald ich das Körnchen synthetisiere, ist das Leben weg. Ja. Also was ist Leben? Leben ist nicht das Produkt dieser chemischen Bestandteile. Mhm. Es ist eigentlich armselig, dass wir da solche lächerlichen Beispiele bringen müssen, aber dieses Beispiel revolutioniert die ganze Hochschule. Ja. Da müssen wir umdenken. Mhm. Oder die Physikgesetze stimmen, aber die ganzen Interpretationen, das ganze Weltbild müsste anders werden und das wird auch anders. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und im Prinzip habe ich dich so verstanden in diesem Gespräch nochmal, Leute, es kann noch ein bisschen dauern, aber geht einfach euren Weg weiter. Jetzt ist es recht. Jetzt haben wir schon 5000 Jahre durchgehalten, so die paar Jährchen halten wir auch noch durch.
Ja, und ich bin sozusagen ein Agent der Freude. Ja, also für mich ist, was hat Dieter mal gesagt, Dieter Preuß, Freude ist Liebe in Aktion. Genau. Ja, also wenn ich meine Freude, meine unmittelbare Freude vermehre, dann vermehre ich ja auch oder verändere ich meine Resonanz. Mhm. Ja, weil wenn ich mir das gebe, was direkt gebe, was sonst über Umwege von Ersatzbefriedigungen oder sowas, dann entziehe ich ja schon dem System unheimlich viel Energie. Mit Freude kann das ja nichts anfangen. Ja, und das können wir letztlich nur machen. Wir müssen nicht missionieren und religiös oder auch politisch anderen meine eigenen Ideen einpauken, wie wenn diese politischen Ideen alleinselig machen wären. Mhm. Oder bei jeder politischen Idee gibt es auch andere Perspektiven. Das müssen wir doch langsam gemerkt haben, dass es nicht nur eine Perspektive gibt in der relativen Welt. So, also, sondern das, was wir tun, machen, ist wirklich bei sich selber anfangen. Und in den Austausch gehen. In den Austausch gehen. Ja. Und ich habe im Friedenskongress in Erding an der Wintersonnenwende, 21. September, heute ist 21. Dezember, Wintersonnenwende ist 21. Ja, Wintersonnenwende, 21. Dezember. Genau. Genau. Und jetzt haben wir 21. September. 9 Monate später, also dort wurde doch etwas initiiert, heute, jetzt dürfte es langsam geboren werden. Ja. Ich habe über die Spaltung gesprochen und habe gesagt, die destruktivste Spaltung, die es heute gibt, ist links und rechts. Dieser politische Diskurs, wie der von links und rechts geführt wird, nicht nur von beiden Seiten, ist so destruktiv, ist so diabolisch. Dabei wäre links und rechts wie Yin und Yang sich gegenseitig ergänzend. Mhm. Oder links bedeutet, du denkst ans Ganze. Globale Verantwortung. Globaler Umweltschutz. Wir können nicht nur hier, sondern wir müssen an das Globale. Da ist nichts daraus anzusetzen. Ich bin da voll links. Mhm. Und rechts bedeutet, du denkst zuerst an dich selber. Nimmst nicht egoistisch, du übernimmst Verantwortung für dich, denkst nicht, ja, der Staat soll mich zahlen. Mhm. Du nimmst Verantwortung für dich, für deine Kinder, für deine Familie, für dein Dorf, für deinen Stamm gibt es heute nicht mehr so, aber für dein Dorf, für deine Nation, da ist eine Verantwortung. Ja. Politiker schwören ja, dass sie zum Wohl der Nation, des Volkes eigentlich tätig sein müssten und nicht für die Welt. Aber das Schöne ist, man tut nur dem eigenen Volk und man tut sich selber nur das Gute, wenn es in Harmonie mit dem Ganzen ist. Ja. Und deswegen eben bei sich selber anfangen. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, also zitiert Altes Testament und sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe deinen Nächsten, das ist links, wie dich selbst, das ist rechts. Ja, das wäre Yin und Yang. Und solchen politischen Diskurs, das wäre konstruktiv. Die globale Perspektive. Und dann die regionale Perspektive. Ja, genau. Wie kommen wir ins Gleichgewicht? Die Region floriert nur, wenn es global gut geht, aber global ist die Summe der verschiedenen Regionen zuallererst auch, oder? Also es muss beides stimmen. Mhm. Ja, und dann kommen wir immer ein Gleichgewicht. Und das ist immer dynamisch. Das muss immer neu diskutiert werden. Ja. Ja, das sind immer zwei verschiedene Pole, die in ein Gleichgewicht machen. Ja. Bedarf aber, dass ich dem anderen wohlwollen unterstelle. Und? Ja, und das wird ja heute grundsätzlich abgesprochen. Das wird ja durch die diabolischen Kräfte, diabolisch als spaltend, durch die spaltenden Kräfte fast verunmöglicht. Ja. Sodass, das ist die große Herausforderung. Ich habe den Punkt aufgegriffen, weil du sagst, wir müssen bei uns selber anfangen. Das klingt so banal. Aber das ist eine kosmische Wahrheit. Aber es ist der eine Pol vom anderen. Denn wenn ich bei mir selber, wenn ich mit mir im Frieden bin, bin ich auch mit dem Gegenpol im Frieden. Mhm. Da kann ich dem Gegenpol zuhören. Ja. Und wie das so heute immer so schön gesagt wird, das muss doch eine Demokratie, das muss doch eine Republik aushalten. Mhm. Nicht die Spaltung aushalten, aber die zwei Pole. Ja. Ja. Die Spaltung ist destruktiv. Da gibt es nicht viel auszuhalten, weil die Spaltung macht kaputt. Mhm. Aber die verschiedenen Meinungen, die Meinungsvielfalt, die verschiedenen Perspektiven, das wäre ein Parlament. Da wird gesprochen. Parlare. Ja, ja, da wird gesprochen und da wird diskutiert. Und da müsste man zu einem Konsens kommen und nicht einmal zu einem gegenseitigen Geschrei. Ja. Also, wobei das ja im Moment in unserem Parlament hier in Deutschland gibt es ja im Prinzip keine Opposition. Nicht wirklich. Das ist ein anderes Thema. Also ich meine, wo überhaupt diskutiert wird, es wird ja nur noch abgenickt. Aber wichtig ist, dass die Gesprächsbereitschaft
ja, dass es dieser Pole bedarf, ja, dass sozusagen das, auch des Konservativen wie des Progressiven, wenn nur die konservativen Kräfte da wären, wäre sozusagen keine weitere Entfaltung möglich, ja, würde ich sagen. Aber wenn nur Progressive ohne Konservatives, wäre schnell Chaos, denke ich. Also ohne das zu bewahren, was menschlich ist. Eben, dass wir das überhaupt formulieren müssen, das Selbstverständliche, das ist ein Zeugnis, dass wir noch im Kali-Yuga leben, wo Spaltung herrscht. Eigentlich ist das so selbstverständlich. Ja. Theoretisch sind wir auch eins, aber wo wird das praktiziert? Mhm. Und die Herausforderung ist, die Entwicklung, das Progressive, das wahrhaft Progressive, geht in die Richtung. Die Zeit ist progressiv. Die steht nicht still. Die lineare Zeit. Ja. Die Ewigkeit ist konservativ. Die ist immer gegenwärtig. Die ist immer da. Mhm. Und die Zeit ist progressiv. Und die Progression der Zeit zeigt, die Spaltung ist vorbei. Mhm. Wer sich über Spaltung definiert, wird immer mehr Schwierigkeiten haben, weil das kommt immer mehr ans Licht. Und ist aufgefordert, diese Spaltung in sich selbst und gesellschaftlich zu überwinden. Auch Gesellschaften und Organisationen und Mächte, die sich so definieren, das ist nicht zukunftsfähig. Ja. Und damit erfüllt sich eine alte vedische Prophezeiung. Und das ist wie die Gebrauchsanweisung für die heutige Zeit. Seht, was hier läuft, seht, wie das funktioniert. Und in eurem eigenen Augen, Interesse, in eurem eigenen Interesse, im Interesse des eigenen Überlebens, des eigenen Gewinns, wäre es eigentlich gut, das zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Ja. Ja. Das heißt, Entscheidungen sind gefragt von jedem Einzelnen und jede Entscheidung, die wir bewusst fällen, macht stärker, bringt in die eigene Kraft. Armin, ich danke dir für diesen Ausflug. Wir haben das Wort Gott und Götter und die Götter gar nicht groß gebraucht, aber das hast du ja schon. Wir sind Teil dieses Göttlichen. Und das dürfen wir uns jetzt endlich mal bewusst werden. Mhm. Und schöpfen und in die Freude gehen und vor allen Dingen das Verbindende. Und Liebe ist ja nichts anderes als Verbindendes. Ja. Und ich danke dir für dein Hiersein und freue mich, du wirst ja noch einen Vortrag halten. Yes, freue mich riesig drauf, was du dann noch so vom Leder ziehst. Weil du sprudelst förmlich. Vielen, vielen Dank, Armin Risi. Und auf bald. Namaste. Ja, ihr Lieben, also wie eben schon angekündigt, es wird auch noch einen Vortrag geben von Armin Risi, wo er noch mal ins Detail geht, auch auf die heutige Zeit. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV. Seid uns gewogen und bleibt schön gewundrig in dieser Zeit. Macht's gut. Tschüss.